Das ist Johannes. Johannes lebte vor etwa 2000 Jahren. Gott hatte ihm aufgetragen, in der Wüste zu leben und dort zu den Menschen seiner Zeit zu sprechen. Er forderte die Leute, die zu ihm kamen, auf, ihr Leben zu ändern. Als Zeichen dafür tauchte er die Leute im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Und Johannes wurde deshalb Johannes der Täufer genannt. Eines Tages kam auch Jesus zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Johannes erkannte, dass Jesus Gottes Sohn war und sagte deshalb zu den Leuten, die bei ihm waren: „Das ist der Mann, von dem ich euch schon erzählt habe, einer, der nach mir kommen wird und größer ist als ich, der von Gott Gesandte, der einmal für die Schuld aller Menschen bezahlen wird.“ Johannes wollte Jesus erst gar nicht taufen. „Du müsstest mich taufen“, sagte er. Jesus machte ihm aber klar, dass es wichtig für ihn sei, diesen Schritt zu machen, also taufte Johannes Jesus. Als er wieder aus dem Wasser auftauchte, kam eine Taube geflogen und landete auf Jesus. Das war ein Zeichen dafür, dass Gottes Heiliger Geist auf Jesus kam, der ihn von da an begleitete und führte. Gleichzeitig sprach eine Stimme aus dem Himmel: „Das ist mein Sohn, den ich liebe und von dem ich begeistert bin.“ Jesus war etwa 30 Jahre alt, als das alles geschah. Direkt nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, ging er in die Wüste. Er blieb dort 40 Tage lang, ohne etwas zu essen, und war sehr hungrig. Da kam der Feind Gottes, der auch Teufel genannt wird, und redete mit Jesus. Er wollte ihn dazu bringen, einen Fehler zu machen und sich von Gott zu trennen. Er fragte ihn also: „Du bist doch Gottes Sohn, oder? Hier liegen ein paar Steine herum. Verwandle sie doch einfach in Brot, dass du etwas zu essen hast.“ Jesus erwiderte: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Worten. Das steht in der jüdischen Bibel, der Heiligen Schrift.“ Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf das Dach des Tempels in Jerusalem. „Spring herunter“, sagte er, „denn in der jüdischen Bibel steht auch, dass dem Sohn Gottes nichts passieren wird und er von Engeln aufgefangen wird.“ Jesus antwortete: „Ja, dort steht aber auch, dass wir Gott nicht herausfordern sollen.“ Als letztes nahm der Teufel Jesus mit auf einen hohen Berg. Von dort aus konnte man die ganze Welt sehen, alle Länder und Königreiche. „Schließe dich mir an und mache mich zu deinem Gott. Dann werde ich dir alles, was du siehst, schenken.“ Aber Jesus sprach: „Geh weg, Teufel, denn ich werde nur Gott allein folgen und nur das tun, was er mir sagt. So steht es auch in der Heiligen Schrift.“ Als Jesus diese Tests bestanden hatte, verließ ihn der Teufel. Jesus ging danach aus der Wüste hinaus und in die Städte und Dörfer der Umgebung, um den Menschen von Gott zu erzählen. Jesus war in einer Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Jesus erklärte den Menschen Texte aus der jüdischen Bibel und alle waren begeistert, wie gut er verstand, worum es dort ging. Da schrie plötzlich ein Mann aus der Menge: „Was willst du von uns, Jesus? Willst du uns zerstören? Ich weiß, wer du bist. Gott hat dich geschickt.“ Das sagte der Mann aber nicht aus sich selbst heraus. Er war von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht, der ihn dazu zwang, das zu sagen. Jesus befahl ihm, leise zu sein und den Mann zu verlassen. Der Mann schrie laut auf, als der Dämon ihn verließ, und war frei. Alle, die das sahen, fragten sich, woher Jesus so viel Kraft hatte, den Mann von dem bösen Geist zu befreien, und waren begeistert. Eines Tages besuchte Jesus Petrus. Petrus war einer seiner Freunde, die Jesus Jünger nannte.
Die Schwiegermutter von Petrus war zu Hause und hatte hohes Fieber. Jesus berührte nur ihre Hand. Da war das Fieber sofort verschwunden. Da stand Petrus' Schwiegermutter auf und kochte etwas für Jesus und seine Freunde. Eines Tages predigte Jesus in einem Haus. Es waren so viele Menschen gekommen, um ihn zu hören, dass das Haus brechend voll war. Ein Mann, der nicht mehr laufen konnte, hatte davon gehört, dass Jesus Menschen heilen konnte und wollte deshalb zu ihm. Seine Freunde wollten ihn zu Jesus bringen, kamen aber wegen der vielen Menschen nicht einmal in das Haus, in dem Jesus war. Da überlegten sie, was sie tun könnten. Bald hatten sie eine verrückte Idee. Sie brachten ihren gelähmten Freund aufs Dach des Hauses. Dann begannen sie, ein Loch in das Dach zu schlagen. Als das Loch groß genug war, ließen sie ihren Freund auf einer Trage hinunter zu Jesus. Als Jesus das sah, war er beeindruckt vom Glauben des gelähmten Mannes und sagte ihm: Deine Schuld ist dir vergeben. Im Raum waren einige Gelehrte, die darauf spezialisiert waren, Gottes aufgeschriebenes Gesetz genau zu studieren, die Schriftgelehrten. Sie wurden wütend, weil ihrer Ansicht nach nur Gott selbst das Recht hatte, Schuld zu vergeben. Jesus wusste, was sie dachten, und fragte deshalb alle seine Zuhörer: Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf und geh? Ich will euch zeigen, dass meine Kraft, Schuld zu vergeben, von Gott kommt. Dann sagte er zu dem gelähmten Mann: Steh auf und geh. Sofort konnte der Mann wieder laufen. Er nahm die Matte, auf der er heruntergelassen wurde, lief herum und freute sich über seine Heilung. Jeder, der im Haus war, war begeistert und lobte Gott für dieses Wunder. Einmal traf Jesus einen Mann, der Matthäus hieß. Matthäus war Steuereintreiber und sehr unbeliebt, weil er für die Römer arbeitete, die Israel damals besetzten. Er forderte ihn auf: Folge mir nach. Sofort ließ Matthäus alles stehen und liegen und ging mit Jesus mit. Am Abend war Jesus bei Matthäus zum Essen eingeladen. Dort waren auch andere Steuereintreiber und andere unbeliebte Menschen. Als die jüdischen Leiter sahen, dass Jesus mit solchen Leuten Zeit verbrachte, fragten sie: Warum gibst du dich mit solchen schlechten Menschen ab? Jesus erwiderte: Die Gesunden brauchen doch keinen Arzt, oder? Ich bin gekommen, um Menschen zu Gott zurückzuführen, die weit von ihm entfernt sind. Ich bin gekommen, die Verlorenen zu erretten. Einmal ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, über ein Feld. Die Jünger pflückten einige Ähren und aßen sie, weil sie hungrig waren. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln und von Gott hören. Einige der jüdischen Leiter sahen das und beschwerten sich bei Jesus: Es ist verboten, am Sabbat zu arbeiten. Warum ernten deine Jünger dann heute Getreide? Ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von David, einem der ersten Könige des jüdischen Volkes. Bevor er König wurde, musste er sich einmal in einem Haus verstecken, das ausschließlich dafür benutzt wurde, Gott zu begegnen, weil Saul, der derzeit König war, ihn umbringen wollte. Er war also in diesem Haus, in dem er eigentlich gar nicht sein durfte, weil das Gesetz es verbot. Und ihr wisst auch, was er dann tat. Er und seine Freunde waren hungrig und aßen das Brot, das die Menschen Gott geschenkt hatten. Das durfte man auch nicht essen, trotzdem hat Gott ihn nicht bestraft und war nicht einmal böse auf ihn. Nachdem er diese Geschichte erzählt hatte, fasste er zusammen: Gott hat den Sabbat erfunden, dass die Menschen sich daran freuen können, und nicht, um ihnen das Leben unnötig schwer zu machen. Jesus war in einer Synagoge, das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Dort waren einige Leute, die Jesus nicht mochten und ihn gerne angeklagt hätten. Sie brachten einen Mann zu Jesus, der eine zerschrumpelte Hand hatte. Dann fragten sie Jesus: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus wusste, dass sie ihn anklagen wollten, wenn er dem Menschen half, weil es verboten war, am Sabbat zu arbeiten. Er fragte sie: Was ist, wenn du ein Schaf hast und es am Sabbat in eine Grube fällt?
Lässt du es dann bis zum nächsten Tag dort unten? Nein, du holst es raus, obwohl es Arbeit ist und verboten wäre. Dieser Mensch ist viel mehr wert als jedes Schaf. Dann drehte er sich zu dem Mann um und sagte ihm, streck deine Hand aus. Da wurde die Hand geheilt. Die Menschen, die Jesus anklagen wollten, waren so wütend, dass sie planten, Jesus umzubringen. Eines Tages ging Jesus eine Weile auf einen Berg, um mit Gott zu reden. Als er wiederkam, wählte er 12 seiner Freunde. Er nannte sie Apostel, was so etwas wie Botschafter bedeutet. Es waren Simon Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Steuereintreiber Matthäus, Jakobus und Thaddäus, der Freiheitskämpfer Simon und Judas Iskariot. Diese 12 schickte er jeweils zu zweit auf eine Reise. Nehmt nichts mit, weder Geld noch Kleidung. Geht in alle möglichen Städte und Dörfer in Israel und erzählt den Menschen, was ich euch beigebracht habe, dass Gottes Königreich begonnen hat. Ich gebe euch die Kraft, Menschen von ihren Krankheiten zu heilen und von bösen Geistern zu befreien. Bleibt in den Städten, in denen man euch freundlich aufnimmt. Wenn euch eine Stadt nicht will, geht einfach weiter in die nächste. So machten sich die 12 Apostel auf den Weg. Überall, wo sie hinkamen, heilten sie Kranke, vertrieben böse Geister und erzählten von Gottes Königreich. Als sie zu Jesus zurückkamen, waren sie begeistert. Sie erzählten ihm, was alles passiert war. Jesus freute sich mit ihnen, aber er sagte ihnen auch, freut euch viel mehr darüber, dass ihr selbst zu Gott gefunden habt und durch mich ewiges Leben haben werdet. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Jedes Jahr sät er Getreide auf sein Feld aus. Dabei fallen einige Körner auf den Weg. Weil sie dort gut sichtbar sind, kommen sofort einige Vögel und picken sie auf. Einige Körner fallen auf felsigen Boden. Sie wachsen schnell, aber weil ihre Wurzeln in dem Felsen kein Wasser finden, vertrocknen sie nach einer Weile. Einige Körner fallen zwischen Disteln. Dort können sie auch nicht wachsen, weil die vielen Disteln ihnen den Platz wegnehmen. Die restlichen jedoch fallen auf guten Boden. Dort wachsen sie zu großen Pflanzen heran. Hartmut kann sehr viel Getreide von ihnen ernten. Jesus vergleicht in dieser Geschichte die Körner mit Gottes Wort. Manche Menschen hören es und vergessen es gleich wieder, so wie die Vögel die Samen aufpicken. Manche Menschen hören es und leben erst danach, aber nach einer Weile vergessen sie es wieder, so wie bei den Körnern, die auf felsigen Boden fallen. Manche Menschen hören es, aber weil sie sich so viele Sorgen machen, haben sie keine Zeit, darüber nachzudenken. Bei den Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben, ist es so wie bei den Samenkörnern, die auf guten Boden fallen und wachsen. Hartmut ist Bauer. Im Frühling geht er auf sein Feld und sät Samen aus. Danach geht er nach Hause und wartet. Es vergehen ein paar Wochen und Monate. Ohne dass Hartmut etwas auf dem Feld tun muss, wachsen die Pflanzen heran und werden immer größer, bis sie ganz reif sind. Jetzt muss Hartmut sie nur noch ernten. Jesus vergleicht das Leben mit Gott mit dem Samen. Oft braucht es eine Weile, bis er heranwächst, aber Hartmut muss sich keine Sorgen machen, weil er weiß, dass aus dem Samen irgendwann eine Pflanze wird. Hartmut hat ein kleines Samenkorn und pflanzt es in den Boden. Nach einigen Jahren kommt er wieder an die Stelle, wo er das Samenkorn eingepflanzt hat. Jetzt ist dort ein riesiger Baum gewachsen. Am nächsten Tag will Hartmut einen Kuchen backen. Er benutzt dafür sehr viel Mehl und eine kleine Prise Backpulver. Die kleine Prise bewirkt, dass der ganze Kuchen aufgeht.
Jesus benutzte oft Vergleiche wie diesen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist und wie Dinge bei Gott funktionieren. Die Bedeutung dieser Geschichten erklärte er später seinen Freunden genauer. Eines Tages überquerte Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, einen See. Während sie den See überquerten, kam ein Sturm auf. Der Sturm war so heftig, dass das Boot, in dem sie waren, drohte zu sinken. Die Jünger hatten riesige Angst. Jesus bemerkte von all dem nichts, weil er eingeschlafen war. Also weckten die Jünger Jesus. Jesus, rette uns, wir gehen unter. Jesus stand auf und sagte zu dem Sturm, sei still. Sofort legte sich der Wind und auch die Wellen verschwanden. Dann fragte Jesus seine Jünger, vor was hattet ihr Angst? Traut ihr Gott immer noch nicht zu, dass er auf euch aufpasst? Die Jünger aber waren verwundert und fragten sich gegenseitig, wer ist Jesus eigentlich? Sogar Wind und Wellen tun, was er ihnen befiehlt. Jesus legte mit seinen Jüngern an einem Ende des Sees an. Da kam ein Mann auf sie zu. Der Mann wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Er war gewalttätig, lief nackt herum und lebte auf einem Friedhof. Oftmals hatten die Leute versucht, ihn mit Ketten zu fesseln, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen. Dieser Mann stand nun vor Jesus. Jesus hatte den Dämonen in ihm schon befohlen, ihn zu verlassen. Er hatte nämlich nicht nur einen, sondern sehr viele Dämonen in sich. Die Dämonen bettelten Jesus an, dass er sie nicht in die Hölle schickt. In der Nähe war eine Schweineherde. Sie baten Jesus, statt dem Mann die Schweine beherrschen zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da verließen die Dämonen den Mann und gingen in die Schweine. Die ganze Herde stürzte sich eine Klippe hinunter und alle Schweine starben. Der Mann aber war frei und man konnte sich ganz normal mit ihm unterhalten. Als die Dorfbewohner das hörten, bekamen sie Angst und baten Jesus wegzugehen. Zu dem befreiten Mann sagte Jesus, erzähle in der ganzen Gegend von deiner Befreiung. Erzähle allen, was Gott für dich getan hat. Eines Tages kam einer der jüdischen Leiter zu Jesus. Sein Name war Jairus. Er bat ihn, hilf meiner Tochter, sie ist sehr krank und wird wohl bald sterben. So ging Jesus mit zu Jairus nach Hause. Es waren viele Menschen mit ihm unterwegs. Auf dem Weg blieb er plötzlich stehen und fragte in die Runde, wer hat mich angefasst? Seine Freunde, die Jünger, waren verwirrt. Jesus, hier sind so viele Menschen, da kann es schon mal passieren, dass dich jemand berührt. Jesus hatte aber gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausging. Also fragte er noch einmal, wer hat mich angefasst? Da kam eine Frau zu ihm und berichtete, ich habe seit Jahren schlimme Blutungen. Ich dachte mir, wenn ich dich nur berühre, werde ich geheilt. Jesus freute sich. Dein Vertrauen in mich hat dich gesund gemacht. In diesem Moment war die Frau sofort von ihren schlimmen Blutungen geheilt. Jetzt kamen ihnen ein paar Freunde von Jairus weinend entgegen. Niedergeschlagen berichteten sie Jairus, du brauchst Jesus nicht unnötig zu dir kommen zu lassen. Deine Tochter ist gerade gestorben. Jesus hörte das und ermutigte Jairus, hab keine Angst, vertraue auf mich. Als sie bei Jairus angekommen waren, waren dort viele weinende Menschen. Er schickte sie alle weg, sodass er mit Jairus, seiner Frau und seiner Tochter allein war. Sie ist nicht tot, sie schläft nur, erklärte Jesus. Dann nahm er ihre Hand und redete zu ihr, steh auf, Mädchen. In diesem Moment öffnete das Kind seine Augen und war wieder lebendig. Jairus und seine Frau waren außer sich vor Freude. Jesus sagte ihnen, erzählt niemandem, was hier passiert ist. Eines Tages predigte Jesus öffentlich zu sehr vielen Menschen. Als es Abend wurde, machte er eine kurze Pause und redete mit seinen Freunden, den Jüngern. Er fragte die Jünger, die Leute brauchen etwas zu essen. Lasst uns ihnen Essen geben. Die Jünger überlegten, hier sind über 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wir könnten Brot kaufen, aber das würde ein Vermögen kosten. Es wäre wohl besser, die Leute wegzuschicken. Da kam einer der Jünger mit einem Jungen an, den er gefunden hatte. Dieser Junge hatte noch 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Okay, sagte Jesus.
Er nahm das Brot und die Fische, dankte Gott dafür und sagte seinen Jüngern, dass sie es verteilen sollten. Das taten sie. Erstaunlicherweise wurden die Brote und Fische nicht alle, und jeder, der da war, wurde satt. Danach sammelten die Jünger die Reste, die übrig geblieben waren, ein. Es waren 12 Körbe Brot übrig geblieben, obwohl jeder gegessen hatte. Nach diesem Wunder glaubten viele, dass Jesus wirklich von Gott geschickt worden war. Eines Tages überquerten die Freunde von Jesus, die Jünger, allein einen See. Jesus war zurückgeblieben, um mit Gott zu reden. Es war schon Nacht geworden und ein Sturm kam auf. Die Jünger kamen mit ihren Booten kaum voran. Plötzlich sahen sie eine Person auf dem Wasser zu ihnen kommen. Sie bekamen wahnsinnige Angst. Schau mal dort, was ist das? Das muss ein Gespenst sein. Keine Angst, sagte die Gestalt, ich bin es. Da erkannten sie, dass es Jesus war, der auf dem Wasser zu ihnen gelaufen kam. Petrus war begeistert. Jesus, lass mich zu dir kommen. Jesus erlaubte es ihm und Petrus stieg aus dem Boot. Es funktionierte tatsächlich. Petrus lief ein paar Schritte auf dem Wasser Jesus entgegen. Doch als er sich umschaute und die Wellen um ihn sah, bekam er Angst und begann zu sinken. Hilf mir, Jesus, rief er. Da hatte Jesus schon seine Hand gegriffen und sie beide stiegen in das Boot. Warum hast du so wenig Vertrauen in mich und zweifelst immer noch? Fragte er Petrus. Währenddessen hatte sich der Sturm gelegt und sie konnten ans andere Ufer weiterfahren. Einmal kamen die jüdischen Leiter zu Jesus und beschwerten sich über seine Freunde, die Jünger. Wir haben gesehen, dass deine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben. Das ist aber seit Jahren eine vorgeschriebene Tradition. Warum brecht ihr das Gesetz Gottes, indem ihr eure Tradition höher achtet als ihn, entgegnete Jesus. Mit euren Worten ehrt ihr Gott zwar, aber ihr macht es nicht von Herzen. Ihr zwingt den Menschen eure Regeln auf, habt aber vergessen, dass das Wichtigste ist, die Menschen zu lieben. Genau das tut ihr aber nicht, obwohl es Gott in seinem Gesetz ganz klar vorschreibt. Danach wandte er sich von ihnen ab und erklärte den anderen Menschen: Nichts, was in den Mund hineingeht, kann euch zu einem schlechten Menschen machen, sondern das, was aus eurem Mund herauskommt, zeigt, ob ihr ein gutes oder böses Herz habt. Tut deshalb alles, was euch die jüdischen Leiter sagen, übernehmt aber nicht ihre lieblose und heuchlerische Einstellung. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, durch Kanaan. Die Menschen dort glaubten an andere Götter als das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte. Dort lief ihnen eine Frau hinterher und rief die ganze Zeit: Jesus, hilf mir! Meine Tochter wird von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht. Jesus ignorierte sie, aber die Frau ließ nicht locker. Jesus, hilf meiner Tochter! Irgendwann waren die Jünger genervt und baten Jesus: Schick die Frau doch bitte weg. Jesus erklärte: Ich soll nur zu dem jüdischen Volk gehen, dafür hat Gott mich geschickt. Da stand die Frau schon direkt vor ihm und bat ihn wieder: Hilf mir! Jesus antwortete: Es ist falsch, den Kindern das Brot wegzunehmen und es an die Hunde zu verfüttern. Richtig, erwiderte die Frau. Aber bekommen die Hunde nicht das, was nach dem Essen übrig bleibt, die Reste? Jesus war beeindruckt von ihrem Vertrauen in ihn und ihrer Hartnäckigkeit. Weil du so fest auf mich vertraut hast, will ich deiner Tochter helfen. Da schickte er die Frau nach Hause. Als sie dort ankam, war ihre Tochter frei und wurde nicht länger von dem Dämon gequält. Eines Tages brachten die Leute einen Mann zu Jesus, der nicht hören konnte. Es fiel dem Mann auch schwer zu sprechen. Seine Freunde baten Jesus, ihm zu helfen. Da nahm ihn Jesus mit an einen ruhigen Ort. Jesus steckte dem Mann seine Finger in die Ohren. Danach spuckte er auf seine Finger und legte die auf die Zunge des Mannes. Dann schaute er kurz zum Himmel und befahl: Öffne dich! Sofort konnte der Mann wieder hören und auch problemlos sprechen. Jesus verbot jedem, der das gesehen hatte, es weiter zu erzählen. Aber das half nichts. Schon bald redete jeder darüber. Die Leute waren geschockt und begeistert, dass Jesus sogar Taube und Stumme heilen konnte. Eines Tages brachten einige Leute einen blinden Mann zu Jesus und baten Jesus, ihm zu helfen. Da ging er mit dem blinden Mann aus dem Dorf. Jesus spuckte ihm in die Augen,
legte seine Hände auf ihn und fragte: Siehst du etwas? Er antwortete: Ja, aber es ist alles ganz verschwommen. Ich kann nur Umrisse erkennen. Jesus legte die Hände auf die Augen des Mannes. In diesem Moment konnte er wieder komplett sehen. Er war glücklich und dankbar. Jesus schickte ihn nach Hause. Er sollte nicht in das Dorf zurückgehen. Eines Tages war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, allein. Er fragte sie: Was erzählen die Leute über mich? Was glauben sie, wer ich bin? Einige denken, du bist Johannes, der Täufer. Johannes war ein Mann, der in der Wüste Menschen dazu aufrief, ihr Leben zu ändern und Gott zu gehorchen. Einige sagen, du wärst Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Die Propheten waren Menschen, die Gott besonders gut hören konnten und anderen von ihm erzählten. Jesus fragte Petrus: Und was glaubst du? Wer bin ich? Du bist der Retter, den Gott uns schon lange versprochen hat, der Messias. Jesus war beeindruckt, dass Petrus das erkannt hatte. Das konntest du nicht von dir aus wissen. Gott selbst hat es dir durch seinen Heiligen Geist klar werden lassen. Danach bat Jesus seine Freunde, keinem zu erzählen, wer er wirklich war. Jesus erzählte seinen Freunden, den Jüngern, dass er bald umgebracht werden würde. Petrus sagte: Nein, Jesus, das werden wir nicht zulassen. Jesus wies ihn zurück: Sei ruhig. Was du sagst, sind menschliche Gedanken und nicht von Gott. Halte mich nicht auf, ihm zu gehorchen. Er erklärte den Jüngern: Wer mir folgen will, darf sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ihr müsst jeden Tag das tun, was Gott euch aufträgt, auch wenn es nicht einfach ist und ihr auf Sachen verzichten müsst. Wer sein Leben versucht zu retten, wird es verlieren. Wer aber bereit ist, alles für mich aufzugeben, wird am Ende das Leben gewinnen. Was bringt es dir denn, wenn dir die ganze Welt gehört, du aber deine Seele verlierst, ewig an einem schrecklichen Ort sein musst, in der Hölle? Ich muss zwar die Erde verlassen und zu Gott, meinem Vater, zurückgehen, in den Himmel. Dort werde ich aber auf euch warten, bis auch ihr an diesen wunderbaren Ort kommen werdet. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg. Als sie weit oben angekommen waren, begann sich Jesus plötzlich zu verwandeln. Sein Gesicht fing an, hell zu strahlen wie die Sonne, und auch seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal tauchten Moses und Elia auf. Das sind sehr wichtige Personen, die viele Jahrhunderte vor Jesus gelebt hatten und die Menschen damals geleitet und ihnen von Gott erzählt hatten. Jesus unterhielt sich mit ihnen. Als Petrus sah, was da passierte, war er begeistert. Jesus, lass uns alle hier bleiben. Ich werde gleich 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er war noch nicht ganz fertig mit seinem Vorschlag. Da kam eine Wolke und verdeckte ihre Sicht. Gleichzeitig hörten sie eine Stimme, die sagte: Das ist mein Sohn, den ich liebe und mit dem ich sehr zufrieden bin. Hört auf das, was er euch sagt. Danach verschwand die Wolke wieder. Moses und Elia waren verschwunden und Jesus sah wieder ganz normal aus. Eines Tages brachte ein Mann seinen Sohn zu Jesu Freunden, den Jüngern. Der Sohn wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Durch den Dämon hatte er epileptische Anfälle. Er fiel auf den Boden, zitterte und weißer Schaum kam aus seinem Mund. Die Jünger versuchten, dem Dämon zu befehlen zu gehen, aber waren erfolglos. Also brachten sie den Jungen zu Jesus. Jesus war frustriert. Ihr ungläubigen Menschen, wie lange muss ich denn noch hier sein, bis ihr endlich auf mich vertraut? Dann befahl er, dem Dämon zu gehen, und der Junge war augenblicklich frei. Später fragten die Jünger Jesus, warum sie den Dämonen nicht austreiben konnten. Jesus antwortete: Weil euer Vertrauen zu klein ist. Wenn es nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr dem Berg dort drüben sagen, er solle sich woanders hinbewegen, und er würde es tun. Nichts wird euch unmöglich sein, wenn ihr auf mich vertraut.
Einmal kam Johannes ganz aufgeregt zu Jesus. Jesus, wir haben heute jemanden getroffen, der in deinem Namen Menschen von bösen Geistern befreit. Sollen wir ihm sagen, dass er das lassen soll? Nein, entgegnete Jesus. Er tut ja nichts Böses. Und wer nicht gegen uns ist, ist auf unserer Seite. Wer euch oder irgendwem, der zu mir gehört, etwas Gutes tut, wird von Gott dafür belohnt werden. Eines Tages brachten ein paar Leute ihre Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass Jesus seine Hände auf sie legte, um sie zu segnen. Das heißt, er soll Gott darum bitten, sie zu beschützen und zu begleiten. Sie kamen zu den Freunden von Jesus, den Jüngern. Doch die schickten sie wieder weg. Jesus sah das und wies die Jünger sofort zurecht. Lass die Kinder herkommen. Sie sind willkommen in Gottes neuem Reich. Glaubt mir, wenn ihr nicht so werdet wie sie und so auf mich vertraut wie ein Kind, dann werdet ihr gar nicht erst dorthin kommen. Dann legte er den Kindern die Hände auf und segnete sie. Einmal kam ein junger, reicher Mann zu Jesus und fragte ihn, »Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?« »Das weißt du doch«, antwortete Jesus. »Halte dich an das Gesetz, das Gott dem jüdischen Volk gegeben hat.« »Was heißt das genau?«, fragte er. »Bring niemanden um, sag nichts Unwahres über jemand anderen, stehle nicht, brich nicht die Ehe, wertschätze deine Eltern und liebe jeden wie dich selbst.« »Das habe ich mein ganzes Leben lang getan. Was fehlt mir dann noch?« »Nun ja, wenn du Gott ganz gefallen willst, dann verkaufe alles, was du hast und komm mit mir.« Da wurde der Mann traurig und ging weg. Er war nicht bereit, seinen großen Reichtum für Jesus aufzugeben. »Es ist sehr schwer für einen reichen Mann zu Gott zu kommen, weil er viel aufgeben muss«, erklärte Jesus seinen Jüngern. »Eins dürft ihr aber wissen. Alles, was ihr für mich aufgegeben habt, werdet ihr hundertfach zurückbekommen.« Jesus verließ gerade eine Stadt und viele Menschen gingen mit ihm. Vor der Stadt saß ein blinder Mann. Er hatte davon gehört, dass Jesus gerade da war und schrie deshalb die ganze Zeit, »Jesus, hilf mir!« Viele Leute, die mit Jesus unterwegs waren, sagten ihm, er solle leise sein. Doch davon ließ er sich nicht beeindrucken. Im Gegenteil, er schrie nur noch lauter, »Jesus, hilf mir!« Da rief Jesus den blinden Mann zu sich. Er fragte ihn, »Was willst du?« »Ich möchte sehen können«, antwortete er. Da heilte ihn Jesus mit den Worten, »Dein Glaube hat dich geheilt.« Sofort konnte der Mann wieder sehen. Er war überglücklich und schloss sich Jesus an. Jesus war mit seinen Freunden, den Jüngern, auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Das Passafest ist der wichtigste jüdische Feiertag. Er schickte zwei Jünger in ein Dorf vor Jerusalem. Dort stand ein Esel. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie ihn losbinden sollen, um ihn zu Jesus zu bringen. Das taten sie. Als die Leute sie fragten, was sie mit dem Esel wollen, antworteten sie, Jesus braucht ihn. Genau so hatte es Jesus ihnen aufgetragen. Jesus setzte sich auf den Esel und ritt durch ein Stadttor nach Jerusalem hinein. Viele Menschen hatten sich versammelt, um ihn zu begrüßen. Sie legten Tücher auf die Straße vor Jesus und nahmen sich Zweige, um ihm zuzuwinken. Sie feierten Jesus wie einen König. Dabei sangen sie, jubelt dem König zu, der von Gott zu uns gekommen ist. Eines Tages kam Jesus an einem Feigenbaum vorbei. Er war hungrig, fand aber keine Früchte an dem Baum. Enttäuscht sagte er zu dem Baum, du wirst nie wieder Frucht tragen. Sofort verwelkte der Baum komplett. Jesus' Freunde, die Jünger, waren verwirrt. Wie konnte dieser Baum so schnell verwelken? Jesus ermutigte sie. Wenn ihr auf mich vertraut, könnt ihr das Gleiche. Ihr könnt dann sogar zu einem Berg sagen, spring ins Meer. Und er wird es tun. Ich werde euch alles geben, um das ihr mich bittet. Eines Tages ging Jesus in den Tempel. Das ist so etwas wie heute eine große Kirche. Im Tempel waren viele Stände aufgebaut, in denen Händler Tiere verkauften und Geld wechselten. Als Jesus das sah, wurde er wütend. Er ging zu den Ständen,
warf sie um und ließ die Tiere frei. Dieser Ort soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort, an dem Menschen mit Gott reden können. Ihr habt daraus einen Jahrmarkt gemacht. Den Leitern des Tempels gefiel nicht, was Jesus da getan hatte, weil sie natürlich von den Händlern profitierten. Sie überlegten sich von da an, wie sie Jesus loswerden konnten. Das ist Leonard. Leonard ist sehr reich und besitzt einen Weinberg. Leonard hat vor, eine längere Zeit ins Ausland zu gehen und verpachtet den Weinberg an Mike, Sam und Hartmut. Das heißt, Mike, Sam und Hartmut können den Weinberg nutzen, die Trauben ernten und verkaufen und müssen Leonard nur ab und zu einen kleinen Betrag Miete zahlen. Leonard fliegt also ins Ausland und überlässt den drei Männern den Weinberg. Als Mike, Sam und Hartmut den Weinberg einige Zeit haben, kommt ein Mitarbeiter von Leonard vorbei, um die Miete abzuholen. Mike, Sam und Hartmut wollen die Miete aber nicht zahlen. Sie verprügeln Leonards Mitarbeiter und schicken ihn wieder weg. Als Leonard davon erfährt, schickt er seinen Mitarbeiter erneut los. Diesmal verprügeln sie ihn so sehr, dass er stirbt. Auch einen zweiten Mitarbeiter, den Leonard schickt, prügeln Mike, Sam und Hartmut zu Tode. Da macht sich Leonard Gedanken. Was soll ich nur tun? Und ihm kommt eine Idee. Ich werde meinen Sohn hinschicken, auf den werden sie schon hören. Als Mike, Sam und Hartmut Leonards Sohn kommen sehen, freuen sie sich. Das ist Leonards einziger Sohn. Wenn wir ihn umbringen, gehört der Weinberg uns. Sie zögern nicht lange und bringen auch Leonards Sohn um. Dann fragte Jesus seine Zuhörer: Was denkt ihr, was wird Leonard mit Mike, Sam und Hartmut tun? Er wird sie auf jeden Fall bestrafen, ihnen den Weinberg wieder wegnehmen und ihn anderen geben. Einmal kamen ein paar Leute zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn: Lehrer, erkläre uns doch bitte. Ist es richtig, dass wir Steuern an den Kaiser zahlen? Das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte, wurde damals von den Römern beherrscht, die sie zwangen, hohe Steuerbeträge an sie zu zahlen. Jesus wurde wütend. Ihr wollt das doch eigentlich gar nicht wissen. Ihr wollt doch einfach nur, dass ich etwas sage, das die Leute wütend macht. Weil ihr mich loswerden wollt. Gebt mir eine Münze. Wessen Gesicht ist in diese Münze eingeprägt? Das des Kaisers? Dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott das, was er von euch verlangt. Darauf konnten sie nichts mehr sagen und gingen weg. Einmal wurde Jesus gefragt: Was ist die wichtigste Vorschrift, die Gott uns in seinem Gesetz gegeben hat? Jesus antwortete: Ganz einfach. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Kraft. Aber es gibt auch noch eine zweite Vorschrift, die genauso wichtig ist wie die erste. Liebe andere Menschen so, wie du dich selbst liebst. Diese zwei Vorschriften fassen alles zusammen, was in dem Gesetz, das euch Gott gegeben hat, noch genauer beschrieben wird. Einmal war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, im Tempel. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es gab dort eine Spendenkasse, in die die Besucher des Tempels Geld geben konnten. Jesus beobachtete einige Zeit, wie Menschen dort Geld hineinwarfen. Nach einer Weile kam eine verwitwete Frau an und warf eine kleine Kupfermünze in die Kasse. Jesus beobachtete das und sagte zu seinen Jüngern: Schaut euch die Witwe dort an. Ihr wisst, wie arm Witwen sind. Diese Frau hat heute mehr gegeben als alle anderen vor ihr. Die anderen haben nur einen Teil ihres Geldes gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie hatte.
Eines Tages war Jesus bei einem angesehenen Mann namens Simon zum Essen eingeladen. Als sie noch am Essen waren, kam eine Frau in das Zimmer. Sie ging zu Jesus, kniete sich vor seine Füße und fing an zu weinen. Sie hatte ein sehr teures Parfüm mit, das sie Jesus über seine Füße goss. Sie wusch ihm die Füße mit ihren Tränen und dem Parfüm und trocknete sie mit ihren Haaren ab. Einer der Jünger beschwerte sich: Was soll das? Das Parfüm ist so viel wert. Wäre es nicht besser, es zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben? Jesus erwiderte nur: Es ist gut, was sie tut. Arme werdet ihr immer haben, um die ihr euch kümmern könnt. Ich bin nur noch kurz bei euch, und sie bereitet mich durch diese Salbung auf meinen Tod vor. Auch Simon wunderte sich über Jesus. Jeder wusste, dass die Frau ein schlechtes Leben lebte. Sie war verachtet und wurde als Verbrecherin angesehen. Warum lässt du dich von so einer Frau anfassen, statt sie einfach wegzuschicken? Jesus erwiderte: Schau dir die Frau an. Du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich mir selbst die Füße waschen kann, als ich in dein Haus kam. Sie hingegen wäscht meine Füße mit Öl und ihren Tränen. Du hast mir keine Umarmung gegeben, als ich ankam. Sie hingegen küsst die ganze Zeit meine Füße. Glaub mir, wem Gott viel verziehen hat, der liebt auch viel. Wem wenig verziehen ist, der liebt auch wenig. Dann schaute er die Frau an und sagte: Deine vielen Fehler sind dir vergeben. Du wurdest gerettet, weil du auf mich vertraut hast. Jesus wollte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passafest feiern. Das Passafest ist das wichtigste jüdische Jahresfest und wird mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Fest vorzubereiten. Sie sollten dafür einem Mann folgen, den sie auf dem Weg trafen. Den Besitzer des Hauses, in das er ging, sollten sie bitten, seine Räume zu nutzen. Das funktionierte auch. Als Jesus mit seinen Jüngern beim Passahabendmahl saß, nahm er einen Eimer und begann jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Petrus wollte das nicht, weil es eigentlich üblich war, dass ein Angestellter seinem Chef die Füße wusch, aber nicht ein Lehrer seinen Schülern. Jesus erklärte ihm: Ihr sollt genau so miteinander umgehen, wie ich gerade mit euch umgehe. Keiner soll sich wichtig machen. Nein, helft euch gegenseitig. Seid jederzeit bereit, anderen Gutes zu tun, auch wenn es sich um erniedrigende Dinge handelt. Danach nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Er gab jedem der Jünger ein Stück davon und sagte: Dieses Brot steht für meinen Körper, den ich für euch geben werde. Esst alle davon. Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn herum und sagte: Dieser Wein steht für mein Blut, das fließen muss, damit eure Schuld vergeben werden kann. Trinkt alle davon. Feiert dieses Abendmahl regelmäßig und erinnert euch immer daran, dass ich euch durch meinen Tod befreit habe und ihr ein neues Leben haben könnt. Dann wurde Jesus traurig. Leider wird einer von euch mich an meine Feinde ausliefern. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen: Wer von uns könnte denn so etwas Bösartiges tun? Petrus sprang sogar direkt auf und sagte zu Jesus: Nein, niemals! Ich würde sogar für dich sterben! Petrus, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht einmal zu kennen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und warnte ihn auch vor seiner Tat. Aber Judas hatte es sich schon so fest in den Kopf gesetzt, Jesus zu verraten. Das Geld, was er für den Verrat bekam, war ihm mehr wert als seine Freundschaft zu Jesus. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park, um zu beten. Im Park, der Gethsemane oder Ölberg hieß, angekommen, versammelte Jesus seine Freunde, die Jünger, und bat sie: Diese Zeit wird sehr schwer für mich. Bitte bleibt mit mir wach und betet, dass ihr diese schwere Zeit übersteht.
Dann ging er ein Stück von ihnen weg, um allein mit Gott zu reden. Er betete sehr intensiv. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das, was mir bevorsteht, nicht erleiden. Ich will aber tun, was du möchtest und nicht, was ich möchte. Jesus hatte so große Angst und betete so intensiv, dass er Schweiß und Blut schwitzte. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Er weckte sie auf. Warum schlaft ihr? Ihr müsst jetzt wach bleiben und beten, dass ihr das, was kommt, übersteht. Da kam Judas schon mit einer Gruppe von bewaffneten Männern dazu. Er ging zu Jesus und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das war das Zeichen für die Leute, die Judas mitgebracht hatte, wen sie festnehmen sollten. Jetzt verstanden auch die Jünger, was hier passierte. Und einer von ihnen ging sofort mit einem Messer auf einen der Männer los, die Jesus festnehmen wollten. Er schnitt ihm ein Ohr ab, aber Jesus stoppte ihn. Hör auf! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt sterben. Jesus heilte sofort das Ohr des Mannes. Dann fragte er, warum habt ihr mich nicht am Tag verhaftet? Ich war doch jederzeit in aller Öffentlichkeit sichtbar und habe zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt ist eure Zeit, die Zeit, in der die Finsternis herrscht. Die Jünger waren inzwischen alle vor lauter Angst weggelaufen und Jesus wurde weggebracht, um verhört zu werden. Die Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und fragten, »Na, du Allwissender, wer hat dich geschlagen?« Petrus war ihnen heimlich gefolgt und beobachtete alles aus sicherer Entfernung. Da sprach ihn eine Frau an, »Du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs.« »Nein, sie müssen mich verwechseln.« »Klar, du bist doch auch einer von denen, die er Jünger nannte.« »Quatsch, ich habe den Mann noch nie gesehen.« »Dich habe ich doch auch bei ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht.« In diesem Moment ging die Sonne auf. Da erinnerte sich Petrus, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hatte. Er ging traurig weg und weinte sehr. Die obersten religiösen Leiter des jüdischen Volkes befragten Jesus. »Bist du der Retter, den uns Gott geschickt hat?« »Ja, der bin ich.« Da wurden sie wütend, weil er sich selbst als genauso wichtig wie Gott sah und brachten ihn zum zuständigen römischen Richter Pilatus. Bei Pilatus angekommen, beschuldigten sie Jesus, dass er einen Aufstand anzetteln wollte, den Leuten ausredete, ihre Steuern zu zahlen und sich als neuer König ausgibt. Pilatus fragte Jesus selbst, »Stimmt das? Bist du der König der Juden?« »Ja, der bin ich.« Da wandte sich Pilatus wieder an die religiösen Leiter. »Ich finde nichts an ihm, wofür ich ihn bestrafen müsste.« Aber sie ließen nicht locker. »Doch, er ist gefährlich. Du musst ihn verurteilen.« Pilatus sah einen Ausweg. »Der Mann kommt doch aus Galiläa. Das heißt, für ihn bin ich nicht zuständig, sondern der König Herodes. Er ist gerade in der Stadt. Geh zu ihm. Er soll über ihn urteilen.« So brachten sie Jesus zu König Herodes. Der hatte schon von Jesus gehört und auch welche Wunder er getan hatte. Also fragte er Jesus, »Kannst du nicht ein Wunder für mich tun, um zu zeigen, wer du bist und ich dich freilasse?« Doch Jesus schwieg nur. Der König fragte ihn noch ein paar andere Fragen. Doch immer noch sagte Jesus kein Wort. Irgendwann hatte Herodes genug. Er zog Jesus einen königlichen Mantel an und sie setzten ihm eine Krone aus Dornen auf. Dann machten er und seine Soldaten sich über Jesus lustig und feierten ihn als König der Juden. Danach blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu Pilatus zurückzuschicken. Pilatus sah immer noch keine Schuld an Jesus und auch Herodes hatte keine gefunden. Also fragte er Jesus, »Willst du denn gar nichts zu deiner Verteidigung sagen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen?« Jesus erwiderte, »Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben ist.« Die Leute, die Jesus beseitigen wollten, hatten inzwischen eine große Menschenmenge mobilisiert, die draußen riefen, »Verurteile Jesus zum Tod!«
Pilatus unternahm einen letzten Versuch, Jesus zu retten. Es war zum Passafest üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Also holte er Jesus und Barabbas, einen Mörder, vor die Menschenmenge und fragte sie: Wen soll ich begnadigen? Jesus oder Barabbas? Gib uns Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun? Richte ihn! Pilatus hatte Angst, dass die Menschen einen Aufstand anzetteln würden, also gab er nach. Bevor er Jesus für die Hinrichtung freigab, wusch er sich vor allen gut sichtbar die Hände und bekundete: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen, der nichts Böses getan hat. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig. Bist du jetzt Gottes Sohn oder was? Steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst. Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst? Wir haben es verdient, hier zu hängen. Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm: Du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa 3 Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben. Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest: Dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht. Das Grab wurde von römischen Soldaten bewacht. Am Sonntag ging Maria Magdalena zusammen mit 2 anderen Frauen zum Grab Jesu. Sie wollten Jesus mit Öl salben, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Weg überlegten sie bereits, wie sie wohl den schweren Stein, der das Grab verschloss, wegbekommen würden und ob die Wachen noch da sind. Als sie am Grab ankamen, war der Stein jedoch zur Seite gerollt und auch die Wachen waren verschwunden. Sie gingen hinein und fanden nur ein paar Leichentücher an der Stelle, an der Jesus gelegen hatte. Dann sahen sie einen Engel, der ihnen mitteilte: Habt keine Angst, Jesus, den ihr sucht, ist nicht mehr hier. Er ist wieder lebendig geworden. Sofort liefen die Frauen voller Freude zu den anderen Jüngern und berichteten ihnen, was geschehen war. Die anderen wollten ihnen nicht glauben. Petrus sprang sofort auf und rannte zum Grab. Auch er fand es vor wie die Frauen zuvor. Nachdenklich ging er wieder weg und überlegte, was wohl geschehen war. Am gleichen Tag waren 2 der Freunde von Jesus zu Fuß unterwegs. Sie hatten Jerusalem bereits verlassen,
Als sie gerade in einer angeregten Unterhaltung waren, kam Jesus zu ihnen und klinkte sich ein. Sie erkannten ihn aber nicht. Er fragte sie, worüber sie reden. Und sie erzählten ihm alles, was mit ihrem Freund Jesus geschehen war. Und er erklärte ihnen, warum dies geschehen musste. Sie merkten immer noch nicht, dass es Jesus war, mit dem sie sich unterhielten. Am Abend luden sie ihn ein, mit ihnen zu Abend zu essen. Als Jesus das Brot zerbrach und ihnen gab, merkten sie auf einmal, dass es Jesus war. In diesem Moment war er aber auf einmal plötzlich verschwunden. Ein paar Tage später waren die Jünger in einem geschlossenen Raum zusammen. Einigen war Jesus nach seinem Tod schon begegnet und sie berichteten den anderen freudig: Er lebt wieder! Er ist auferstanden! Thomas konnte es nicht glauben. Ich muss erst die Wunden von der Kreuzigung in seinen Händen fühlen, bevor ich glauben kann, dass das alles wahr ist. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und begrüßte sie herzlich. Thomas zeigte er seine Wunden an den Händen und ermutigte ihn. Du glaubst jetzt, weil du siehst, dass das alles wahr ist, was über mich gesagt wurde. Glücklich sind diejenigen, die glauben, ohne zu sehen. Dann aßen sie gemeinsam und waren überglücklich, Jesus wieder zu haben. Jesus verbrachte noch einige Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern, nachdem er vom Tod zurückgekommen war. Eines Tages versammelte er sie alle auf einem Hügel. Es war für ihn die Zeit gekommen, die Erde zu verlassen. So gab er seinen Jüngern diese Worte mit auf den Weg: Mir ist alle Macht und Autorität auf der ganzen Welt und auch im Himmel gegeben. Deswegen schicke ich euch zu allen Nationen. Ihr sollt auch sie zu meinen Jüngern machen. Tauft sie als Zeichen, dass sie zu mir gehören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich immer bei euch sein werde, egal wo ihr seid und bis die Welt zu Ende geht. Danach wurde er vom Nebel umhüllt und verschwand.